Hallo zusammen. In diesem Video geht es um das Thema, wie man ein ListView-Steuerelement auch als Bedienpanel anlegen und mit Symbolen bestücken kann. Was meine ich ganz konkret damit? Ich habe zunächst ein ListView-Steuerelement eingefügt und eine sogenannte ImageList. Und ich möchte jetzt ganz dynamisch mir bestimmte Bilddatei oder auch Excel-Arbeitsmappe direkt in dieses ListView reinziehe. Vielleicht demonstriere ich mal die Funktion. Und zwar, ich rufe das Ganze auf und ich habe jetzt die Möglichkeit, Dateien zu sammeln und in diesem ListView-Steuerelement anzuzeigen. Ich klicke also auf OK, Dateien sammeln und kann jetzt beispielsweise Bilder einfügen. Ja, dann vielleicht nochmal eine Excel-Arbeitsmappe, irgendeine, ist ja völlig egal welche. Ja, und die werden dann als Symbol angezeigt. Und wenn ich jetzt eben Doppelklick mache auf eins dieser Symbole, dann wird die dahin hinterlegte, in dem Fall eine Grafik geöffnet, ja, und am Bildschirm angezeigt. Das sieht ganz gut aus. Wenn ich jetzt ein Symbol klicke, wo eine Excel-Datei hinterlegt ist, dann checkt es das Programm auch und jetzt wird eben die Datei aufgemacht, die hinter diesem Symbol steckt. Also, ich habe mir da überlegt, einfach bestimmte Dateien verschiedenen Typs zu sammeln und dann im Prinzip mit Doppelklick verfügbar zu machen. So, wie sieht das Ganze aus in der Programmierung? Also, ich brauche zunächst mal ein ListView-Steuerelement, in dem ich diese Dateien anzeigen möchte. Und hier im unteren Bereich eine sogenannte ImageList. Da möchte ich quasi das Symbol festlegen für diese einzelnen Dateien. Und das Symbol entnehme ich direkt aus einer Tabelle, durch dieses Ordnersymbol. Schauen wir mal das Ganze an. Und zwar das Ereignis User Form Initialize wird ja ausgeführt, noch bevor die User Form am Bildschirm angezeigt wird. Und da würde ich jetzt dieser Image List, die ihr im unteren Bereich der User Form gesehen habt, erstmal dieses Bild hier zuweisen. Und ich habe hier im Entwurfsmodus, kann man das genau sehen. Das ist hier ein Steuerelement, ja, vom Typ Bild, ja. Also ich habe da einfach so ein Bild-Dings eingefügt, habe dann, ich kann es ja mal vormachen, also ich habe sowas gemacht, dann habe ich im Eigenschaftenfenster bin ich auf das Symbol Picture gegangen, da wo jetzt keine steht, habe ich die drei Pünktchen gedrückt, habe ich jetzt zum Beispiel einen GIF-App zugewiesen und dann taucht es hier auf, ne? Und diese GIF oder diese Grafik, die kann ich jetzt eben dieser ImageList übergeben. Die hat den Namen Mappe und die befindet sich eben auf der Tabelle 1 in dem Steuerelement Image 1 und da wird es eben hinterlegt. Dann muss ich diese ImageList interessanterweise an das ListView-Steuerelement übergeben, damit es da verfügbar ist. Und im letzten Schritt würde ich noch festlegen, ja, was für eine Variante von dem ListView möchte ich ja. Da stehen ja folgende zur Verfügung. Wir haben also den LVV Report, das ist eine Listbox. Wir haben die Icon, das ist so eben ein Panel, wo man eben diese Symbole ablegen kann. Die gibt es mit größere und kleinere Symbole und List wäre eben komplett ohne Symbole. Also ich möchte dieses Icon nehmen. Dann schauen wir uns mal diese Geschichte an, wenn es darum geht, bestimmte Dateien oder auch Grafiken in diesem Panel anzubieten. Klicke ich also auf die Schaltfläche OK. Und jetzt wird hier ein Auswahldialog angezeigt, vom Typ File Dialog. Da gibt es genau vier Stück. Da kann man eben Dateien und Verzeichnisse auswählen lassen. Und ich verwende den Dialog File Open.
erlaube hier sogar, dass ich mehrere Dateien auf einmal einfügen könnte und würde jetzt eben sagen, ich gehe mal in so ein Bildverzeichnis, nehme ein bestimmtes Bild von einer Wachtel hier zum Beispiel und jetzt wird eben dieses Bild hier eingefügt über die Methode add, wird genau dieses Ding eingefügt und Mappe hier hinten bedeutet eben, dass dieses Symbol mit dem Ordner verwendet wird und das erscheint dann im Prinzip da. So, genau, soweit so gut. Dann mache ich das bis mit F5 zum Ende und jetzt möchte ich ja irgendwann das Ding aufrufen und da kann ich jetzt das Ereignis Doppelklick verwenden. Das heißt, ich mache einen Doppelklick auf dieses Symbol. Damit wird dieser List-View-Double-Click-Ereignis getriggert. Und jetzt prüfe ich eben, ob ich überhaupt was ausgewählt habe. Und das habe ich natürlich, weil ich habe ja da was ausgewählt. Sonst hätte ich ja nicht doppelklicken können. Jetzt speichere ich die selektierte Auswahl in dem Objekt vom Typ List-Item und würde jetzt eben den Pfad auslesen aus dem, was drunter steht. Ich muss das ja öffnen, ja. Jetzt prüfe erstmal, ob der Pfad verfügbar ist und rufe dann jetzt den Explorer von Windows auf, übergebe den Pfad und Dateiname und damit weiß Excel schon genau, welche Anwendung geöffnet werden muss. In dem Fall wäre das Paint, wird dann im Hintergrund aufgemacht. Ihr seht es jetzt hier, schneid gnadenlos zu groß, ist aber nicht schlimm. Das sieht soweit ganz nett aus. Ja, das war so eine Idee. Da gab es ja früher diese Microsoft-Sammelmappe. Ich glaube, die gibt es schon gar nicht mehr. Da konnte man auch verschiedene Dateien aufbewahren und konnte dann die jeweils mit Doppelklick öffnen. Und das habe ich in diesem Video versucht, etwas nachzuprogrammieren. Wie gesagt, ich kann auch mehrere auf einmal einfügen. Das geht hier auch. Und ja, da könnte man weiter dran arbeiten, aber ich denke mal, für den Augenblick sollte das jetzt reichen. So, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und macht's gut, bis zum nächsten Mal.